trinke gerade Leitungswasser und ich schwöre euch, es schmeckt wirklich nicht so gut wie Mineralwasser. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe überlegt, ob ich dieses Video überhaupt machen soll, weil es nicht so viel Content für ein Video ist. Aber da jeder gesagt hat, ich soll es machen, dann habt ihr hier ein kleines Video, weil ein kleines Video ist besser als kein Video. Und zwar hole ich heute die Eule ab bei Farah, also die Eule mit den Blumen. Ich wäre eigentlich schon vor ein paar Tagen fertig geworden. Dann bin ich aber in den Urlaub, wenn man das so nennen kann, gefahren. Und deswegen beende ich das einfach heute, weil es dann nicht mehr zum Aufnehmen gereicht hat am letzten Abend. Und deswegen, ihr wisst, mache ich das jetzt. Ich reite mit Sweet Dream. Ist übrigens schon Level 9. Habe ich aber nicht selber gelevelt, weil ich ein bisschen faul bin. Vielleicht wechseln wir dann aber. Ich muss mir nämlich anschauen, welche Farbe die Eule hat. Weil ich will nämlich gleich ein Outfit zu der Eule machen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch zu Farah. Und machen noch eine Tagesaufgabe, brauchen wir noch, glaube ich. Ich bin immer noch gespannt. Ich warte nämlich immer noch darauf, dass der Schritt irgendwie, was heißt behoben wird, verschönert wird. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich schon relativ fleißig an den Blumen gearbeitet, also in den ersten eineinhalb oder zwei Wochen nicht, aber ab dann den ganzen Tag und habe sehr viel eingelöst und wie gesagt, ich wäre eigentlich locker ein paar Tage noch früher fertig, aber dann war mir das alles zu knapp, deswegen mache ich jetzt einfach die Tagesaufgaben. Hier seht ihr, ich bin kurz vor 12, kurz vor 12, wisst ihr, also so wie so die Zeit. Auf jeden Fall kann ich euch nur ans Herz legen, falls ihr noch nicht fertig seid. Nehmt euch wirklich eine Route, die ihr dann gut auswendig könnt. Klappert nicht alles ab. Nehmt ein paar, die sich wirklich lohnen und reitet das wirklich ganz oft hintereinander ab. Dann habt ihr das, glaube ich, auch relativ schnell fertig, würde ich mal sagen. Ach Bruder, als ob. Wie gesagt, ich habe gar keine Blumen mehr gesammelt, deswegen habe ich keine Kamille. Ich hoffe, wenn wir einen Kräutersack abgeben, sind wir schon bei Level 12. Ich wollte nach Südhof fahren und bin bei der Sunfield Farm rausgekommen. Das passiert mir zurzeit so oft, dass ich mich einfach verklicke oder keine Ahnung, dass es ohne Fehler macht. Oh, ich fürchte, das hat nicht gereicht für das Level 12, weil sonst wäre da ein Ausrufezeichen. Das heißt, wir müssen noch kurz Kamille suchen. Ich habe übrigens jetzt gerade erst gemerkt, dass ich mein Handy die ganze Zeit neben dem Mikro hingelegt hatte. Das heißt, wenn ihr Störgeräusche gehört habt, dann tut es mir sehr, sehr leid. Ändern kann ich jetzt aber nichts mehr. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt nochmal auf Blumensuche gehen muss. Okay, ich glaube, ich habe zweimal Kamille. Leute, ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, gleich diese Quest abgeschlossen zu haben. Was ich aber gehört habe, was ich nicht so cool finde und ich weiß nicht, warum und wie das funktionieren soll, aber ich... Wow, ich wäre schon fast wieder falsch gefahren. Ich habe gehört, dass selbst wenn man die Quest abgeschlossen hat, dass man trotzdem noch Blumen suchen kann, was ich nicht so cool finde. Ich meine, man reitet rum und man sieht überall diese glitzernden Blumen. Was mache ich denn, wenn ich ein Realistic Roleplay aufnehmen möchte oder keine Ahnung, also ich finde es stört. Vielleicht sind das aber auch Fake News, aber ich dachte, ich hätte das so mitbekommen. Ja, super geil. Ich habe gerade sehr schicken Frau in Moorland ihren Kräutertee gebracht, aber anscheinend sind wir immer noch nicht Level 12. Das heißt, wir müssen nochmal Kamille suchen und nochmal einen Kräutertee ausliefern. Die sind schon fast so schlimm wie ich. Ich trinke nämlich so viel Tee. Also ich trinke an manchen Tagen, also natürlich nicht immer, manchmal trinke ich auch gar keinen Tee. Zum Beispiel wenn ich, ja doch, eigentlich trinke ich fast immer Tee. Die letzten Tage habe ich keinen Tee getrunken, weil ich da ja weg war. Aber zu Hause trinke ich locker einen Liter Tee am Tag, weil Tee ist einfach richtig, keine Ahnung, ich liebe Tee. Können wir aber kurz appreciaten, wie hübsch Sweet Dream einfach ist und wie sie einfach schon Level 9 ist. Ich kann wirklich nicht beschreiben, wie froh ich gleich bin. Ich habe wirklich tagelang, den ganzen Tag diese Route abgeritten. Ich hatte gefühlt kein Privatleben. Ich habe fast keine Videos aufgenommen, weil ich einfach den ganzen Tag diese blöden Blumen gesucht habe. Wir könnten auch einfach Jute abgeben. Oh, wow. Wie ich gerade überall Kamille gesammelt habe, um diese Aufgabe zu erledigen. Und wir hätten einfach Jute abgeben können. Okay, cool. Okay, ich bin richtig gespannt. Wir reden jetzt mit ihr. Ein kluger Lehrling, auf jeden Fall. Okay, man bekommt fast keine XP. Aber ja, ich gehe einfach mal hinterher. Ach, ich glaube, sie holt den Typ aus dem Baum raus. Was passiert jetzt hier? Mode ist Mode, auf jeden Fall. Ach, sie gibt uns nicht Toby, sondern gibt uns eine andere... Ah, da sind zwei. Okay, checke ich langsam. Okay, wow, wir haben die Eule. Ich tue sie jetzt noch nicht anziehen, weil wir erst ein anderes Pferd dafür nehmen werden. Auf jeden Fall habe ich schon einen Namen für sie. Und ich weiß nicht warum, aber ich finde, dass es zu einer Eule passt. Und zwar ist es ausnahmsweise, im Gegensatz zu meinen anderen ganzen Pferden, kein
Weibchen, Frau, Mädchen, sondern Junge. Und zwar nenne ich sie Johnny oder Johnny 5. Ich wüsste nicht, welches Pferd sonst noch dazu passt, deswegen nehmen wir einfach mal Little Secret, weil ich meine, sie ist braun, meine ganzen Klamotten sind irgendwie weg. Ah, hier, okay. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube eben, dass wir das anhatten. Ich brauche bloß noch eine Satteltasche. Eigentlich hatte ich mir geschworen, ich werde die nie anziehen, weil ich sie nicht schön fand. Aber ich finde, zu dem Outfit passt sie, die wir auch bei Farah gemacht haben, trotzdem ganz cool, so von der Farbe. Und jetzt werde ich die Eule reintun. Hallo. Jetzt werde ich die Eule reintun, beziehungsweise Johnny, Johnny 5. Oh mein Gott, okay. Sitzt auf der Satteltasche. Was ich gehört habe, ist, dass die Animationen im Stehen ganz komisch sein sollen. Wir werden das jetzt mal testen. Super geil auf jeden Fall, wie er sich kratzt. Sieht sehr detailliert aus. Abgesehen davon, dass ich gerade in der Eule drin bin, sie ist sehr detailliert gemacht. Beziehungsweise er. Okay. Ja, es sieht irgendwie unbeweglich aus. Allerdings habe ich gehört, die können irgendwie vielleicht so in der Luft stehen, schweben. Keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall von oben geil aus. Wir gehen mal raus in die wunderschöne Natur. Ja, hier finde ich die Animation eigentlich ganz cool. Also, ich meine, sie slidet halt so mit. Wir machen mal ein Foto, aber nicht in der Luft, sondern in der Satteltasche. Okay, sieht schon echt geil aus. Ich bin auf jeden Fall jetzt zufrieden, dass ich diese Quest anscheinend abgeschlossen habe, außer es kommt noch irgendwas, aber ich denke, ich bin fertig. Und das Tier finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr süß. Ich bin gespannt, ob es die noch irgendwann in anderen Farben zu kaufen gibt, was ich allerdings bezweifle, weil das ja bei den Spinnen auch nicht so war. Oh, sie fliegt sogar um uns rum. Sie erinnert mich ein bisschen an den Mantarochen. Auf jeden Fall verabschieden sich jetzt Little Secret, Johnny 5 und ich von euch. Das war gerade super cringe. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses kurze Video gefallen hat. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Level ihr bei Farah seid. Ich denke, die meisten sind gerade so bei Level 10 oder sowas. Es gibt auch schon richtig viele, die fertig sind. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!